Recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Special Olympics Fackellauf mit der Flamme der Hoffnung. Wir begrüßen im Studio Corinna Fischbacher, die Obfrau von WAMCO. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport- und Wetterinformationen. Die Flamme der Hoffnung tourte heute für die Special Olympic Sommerspiele in Los Angeles durch Vorarlberg. Einige Eindrücke dazu gibt's jetzt. Der Special Olympics Fackellauf für die Sommerspiele 2015 in Los Angeles führte die Teilnehmer am Mittwoch von Bregenz nach Bludenz quer durchs Ländle. Bei der anschließenden Pressekonferenz in der Polizeischule Giesingen wurden Medienvertreter auf den neuesten Stand der Dinge gebracht und konnten den Veranstaltern und Kooperationspartnern ihre Fragen stellen. Aus Vorarlberg nehmen 31 Sportler an dem Großevent in Los Angeles, das von der First Lady eröffnet wird, teil. Also wo ich von mir als 35 Jahre angefangen habe, in Dänemark mir zu auseinandersetzen mit dem Thema Special Olympics und was wir jetzt heute haben, das sind Welten dazwischen. Aber man muss auch sagen, die Gesellschaften hat sich auch geändert und unsere ist auch ständig in einem Umbruch. Wenn man da zurückblickt, vor 20 Jahren, das warst du wahrscheinlich noch besser wie ich, was hat da Special Olympics so für einen Stellenwert gehabt in Österreich oder auch Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung und da hat sich sehr, sehr viel da zum Positiven gewendet. Vor Ort werden die Sportler von Global Messenger Johanna Pramstahler betreut. Global Messenger ist ein Athletensprecher weltweit. Da gibt es in dieser Funktion für 5 Jahre 12 Sportler, mit denen man sich ausdiskutiert, wie soll Special Olympics gestaltet werden, was wünschen wir nicht. Und in dieser Funktion sucht man eine Lösung und es sollte ja so gestaltet werden, wie wir uns es wünschen. Wir starten am 24. Juli. Unser Team bzw. unsere Mannschaft schicken wir am 24. nach Los Angeles. Es sind 31 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, Spieler, Unified-Partner, Trainer und Betreuer. Und wir hoffen, dass wir in diesen 14 Tagen in Amerika Erfolg haben. Ungeachtet dessen freuen wir uns, dass wir überhaupt nach Los Angeles fahren können und unseren Athleten die Gelegenheit geben, einmal in ihrem Leben richtig zu zeigen, was sie können. Wir sind einzigartig, weil wir eine riesengroße Familie sind mit 7 Millionen Leuten. Gehst du auf die Weltspiele, lernst du neue Leute kennen und Freundschaften. Und Freundschaften ist eines der wichtigsten Punkte. Unter dem Motto Yes, we can stehen aber nicht nur die sportlichen Leistungen im Vordergrund, sondern auch die zwischenmenschlichen Erfahrungen, die die Teilnehmer während dieser 2 Wochen erleben werden. Es ist normal, verschieden zu sein. Eine Denkweise, die durch solche Veranstaltungen der Gesellschaft wiederum ein Stückchen näher gebracht werden soll. Soweit zu den Special Olympics Teilnehmer aus Vorarlberg und bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Zunahme bei Arbeitslosenrate. Ende Juni waren genau 9.181 Personen in Vorarlberg arbeitslos. Knapp über 2.000 weitere Personen befanden sich in diversen Schulungsprogrammen. Somit ist die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen im Vergleich zum Juni letzten Jahres in Vorarlberg um 1% angestiegen. Im Österreich-Vergleich liegt das Ländle mit einer Quote von 5,6%, aber weiter unter dem Durchschnitt von 8,3%. Österreichweit. Weniger Verkehrstote in Vorarlberg. Im ersten Halbjahr 2015 sind 3 Personen auf Vorarlbergstraßen ums Leben gekommen. Im Jahr 2014 waren es noch 9. Laut VCÖ-Unfallbilanz ist dies der niedrigste Wert seit Bestehen der Statistik und auch der niedrigste Wert im Österreich-Vergleich. Hauptursache für tödliche Unfälle österreichweit war zu hohes Tempo. Und Hitzerekord zum Greifen nahe. Das Hochdruckgebiet Anneli bringt tropische Temperaturen nach Vorarlberg. Die nächsten Tage werden bis zu 37 Grad erwartet. Der derzeitige Hitzerekord liegt bei 38,1 Grad und wurde am 11. Juli 1984 in Feldkirch gemessen.
Ja, bei uns geht's jetzt weiter mit einem spannenden Studiogast. Alles dreht sich rund um Musicals. Jetzt bei uns Corinna Fischbacher vom WAMCO. Frau Fischbacher, worum geht's da ganz genau bei WAMCO und vor allem, wie laufen die Vorbereitungen auf die kommende Vorstellung? Also die WAMCO ist die West Austrian Musical Company. Wir sind ein Musicalverein, der einzige Musicalverein in Vorarlberg, der mit Jugendlichen professionelle Musicals auf die Bühne bringt. Heuer machen wir Kabarett. Ja, die Vorbereitungen laufen sehr gut. Wir haben schon die ersten Durchläufe hinter uns. Wir haben ja heuer Schauspiel, Tanz und Gesang. Also wir haben das immer separat, aber gerade heuer ist das von Personen auch sehr, sehr stark getrennt. Und durch das sind die Durchläufe ganz wichtig, dass da auch wirklich die Leute zusammenkommen und sehen, was proben die anderen. Und da sind wir jetzt stark dran und das läuft sehr gut. Es wird also professionell gearbeitet beim WAMCO. Sie sind Obfrau. Wieso machen Sie das? Ja, also ich bin schon beim Verein dabei, seit ich 12 bin. Also jetzt schon 11 Jahre. Und die WAMCO hat mich sehr geprägt. Mein Lebenslauf, meine Jugend. Ich habe da sehr viel gelernt und habe meine Persönlichkeit sehr weiterentwickelt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und macht mir immer noch. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war für mich klar, ich will nicht nur mehr auf der Bühne stehen, sondern auch für das Geschehen verantwortlich sein, mitwirken können. Ja, und so hat sich das ergeben und ich freue mich jetzt, dass ich seit September das Amt ausführen darf. Tolle Sache. Was ist für Sie das Besondere an Musicals allgemein? Das Besondere an Musicals ist vor allem, dass Tanz, Gesang und Schauspiel vereint werden. Also es ist nicht so, dass nur getanzt wird, nur gesungen, sondern die Kombination ist das Grundlegende und das Wichtige. Und somit können auch Stärken gefunden werden, die man gar nicht gekannt hat. Also ich selbst habe früher mit Schauspiel gar nichts zu tun gehabt und durch die WAMCO wächst man da rein und lernt neue Seiten an sich kennen und ja, neue Hobbys, die man gar nicht gewusst hat, dass das einem gefällt. Ja. Also es gibt viel zu tun und es wird viel gemacht bei der WAMCO. Jetzt gibt es noch Karten zu gewinnen für die Vorstellung. Zwei hast du, glaube ich, mitgebracht. Genau, ja. Tolle Sache. Ja. Dann sage mal vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio und viel Erfolg bei der Vorstellung. Danke. Soweit also Corinna Fischbacher und Sie haben es eben gehört, zwei Karten gibt es zu gewinnen. Wie Sie zu diesen kommen, einfach ein E-Mail an studio@leindetv.com mit dem Betreff WAMCO und natürlich Ihren Kontaktdaten und schon sind Sie mit dabei. Bei uns geht es jetzt weiter mit aktuellen Sportnews. Kritik an Fenninger aus Vorarlberg. Bei der 71. Jahreshauptversammlung des Vorarlberger Skiverbandes kritisierte der Präsident Patrick Ortlieb die jüngsten Vorfälle rund um Anna Fenninger. Ihr Manager wolle nur Geld mit ihr verdienen, zudem habe er sie zu unklugen Äußerungen animiert, so Ortlieb, der sich somit deutlich auf die Seite des ÖSV stellte. Und Auslosung beim VfV. Die Auslosung der Fußballligen in Vorarlberg bringt gleich in der ersten Runde spannende Partien. Die höchste Landesklasse, die Vorarlberg-Liga, beginnt am 15. August mit der ersten Runde. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen haben wir jetzt für Sie. Zwei Freunde, die sich geprügelt hatten, mussten sich kürzlich vor dem Bezirksgericht Bregenz wegen Körperverletzung verantworten. Vor dem Richter betonten sie, wie gut sie sich wieder verstehen, bis einer der Angeklagten erfuhr, dass sein Kumpel 500 Euro Schmerzensgeld von ihm haben will. Katzen sind freier als Hunde. Während die österreichischen Miezen streunern dürfen und für deren Halter ungestraft in Nachbarsgarten ihr Geschäft verrichten, machen sich Hundebesitzer bei derlei Aktivitäten ihrer Vierbeiner strafbar. Und mit dem Fackellauf Flamme der Hoffnung von Bregenz nach Bludenz wurden das 31-köpfige Vorarlberger Aufgebot für die Special Olympics World Summer Games 2017 verabschiedet. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 21 und 30 Grad. Der Wind weht mit 9 km/h aus Süd-Südosten. Das strahlend sonnige Wetter setzt sich morgen fort und es wird sogar noch eine Spur heißer. Über den Bergen werden die Haufenwolken am Nachmittag etwas größer. Isolierte Hitzegewitter spät nachmittags oder abends sind nicht ganz ausgeschlossen. In der Regel bleibt es aber trocken. Viel Sonnenschein und hochsommerliche Hitze erwartet uns auch die kommenden Tage bei Temperaturen über 30 Grad.